Willkommen zum ADAC-Fahrbericht, heute mit dem neuen Kia Sportage. Den Sportage, den gibt es bereits seit 1993 und deshalb ist das hier schon die fünfte Generation dieses kompakten SUVs. Es ist jedoch das allererste Mal, dass Kia speziell für den europäischen Markt eine eigene Edition auf die Straße gestellt hat, die sich unter anderem durch den Radstand von den Fahrzeugen in Nordamerika oder aber Asien deutlich unterscheidet. Was der neue Sportage kann, wie er sich fährt, wie es mit den Motoren, dem Platzangebot, dem Infotainment und vielem, vielem mehr aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Angetrieben wird mein Testwagen von dem 1,6 Liter Turbodiesel als Mildhybrid und das heißt, ich habe hier 136 PS maximale Leistung bzw. 100 kW und 320 Newtonmeter maximales Drehmoment zur Verfügung. Und das Ganze wird hier übertragen über ein siebenstufiges Doppelkupplungsgetriebe auf alle vier Räder, denn Allrad haben wir auch noch mit an Bord. Und dieses Paket funktioniert fürs Auto wirklich sehr ordentlich. Es ist genug Leistung fürs alltägliche Fahren. Der Wagen lässt ja eine vernünftige Beschleunigung zu, wobei, wenn man mal drauf tritt, so wie jetzt, hört mal, dann braucht er einen Moment beim Schalten und dann hat man auch ein bisschen das Gefühl, er könnte ein bisschen niedriger drehen, das würde gar nicht schaden, aber 1,6 Liter Hubraum sind halt 1,6 Liter Hubraum. Nichtsdestotrotz, er beschleunigt so, wie man es für ein solches Fahrzeug mit dieser Leistung erwarten darf und ansonsten ist der Antrieb während der normalen Fahrt sehr schön ruhig und unauffällig. Die Außenabmessungen des Kia Sportage haben sich im Vergleich zum Vorgänger kaum verändert. Das Design jedoch ist komplett neu. Welche Highlights es zu entdecken gibt, zeige ich euch jetzt. Der neue Sportage ist mit 1,87 m 10 mm breiter als sein Vorgänger und verfügt nun bereits in der Basis über LED-Scheinwerfer. Optional sind auch sogenannte Adaptiv-Dual-LED-Scheinwerfer und LED-Nebelscheinwerfer bestellbar. Die Front wirkt durch den großen Kühlergrill und den unteren Lufteinlass sehr offen. Für den besonderen Look sorgen neben der auffälligen Tagfahrlichtsignatur eine Spange unterhalb der Motorhaube sowie die Zweiteilung der gesamten Front unterhalb des Kühlergrills. Die seitlich angedeuteten Lufteinlässe unterstreichen zudem den eher dynamischen Eindruck. Die Basisausstattung des Kia Sportage ist wirklich recht umfangreich und so habt ihr hier zum Beispiel immer mit an Bord ein Multifunktionslenkrad, Apple CarPlay und Android Auto, eine Klimaanlage, aber zum Beispiel auch digitales Autoradio oder aber eine geteilt umklappbare Rücksitzbank. Nichtsdestotrotz könnt ihr natürlich reichlich Dinge dazu bestellen und das zum Teil in Paketen, zum Teil einzeln oder aber automatisch, indem ihr höhere Ausstattungslinien kauft. Und dann gibt es eben Sachen wie zum Beispiel das große Panoramaschiebedach oder einen beheizten und belüfteten Sitz, den man elektrisch verstellen kann mit Memory-Funktion, aber zum Beispiel auch das Widescreen-Display, das wir hier vorne im Fahrzeug haben. Und damit müsst ihr hier im Kia Sportage, auch wenn es sich nur um ein Kompakt-SUV handelt, im Grunde genommen auf nichts verzichten. Bei der Bedienung des Sportage gibt es eine Besonderheit und die befindet sich in der Mittelkonsole unterhalb von dem Infotainment. Das ist eine Leiste mit zwei Drehreglern rechts und links jeweils und die kann ich umschalten, was die Benutzung angeht. Einmal auf den Bereich Klima, dann sind die Drehregler zum Beispiel für die Temperatur und in der Mitte habe ich die Möglichkeit, die Lüftergeschwindigkeit und Ähnliches anzupassen. Wenn ich dann aber auf den Pfeil drücke, dann habe ich plötzlich eine Shortcut-Leiste, also eine Schnellwahlleiste, wo ich direkt zur Navigation, zum Radio, zum Mediasystem oder zum Setup springen kann. Und rechts und links, die Drehregler haben auch neue Funktionen. Das finde ich recht clever gemacht, zumal das sehr einfach und intuitiv zu bedienen ist. Die Basisvariante des Sportage fährt auf 17 Zoll Leichtmetallfelgen vor. Auf Wunsch sind jedoch auch 18 oder 19 Zoll Räder bestellbar. Die fünfte Generation des SUV ist 4,52 Meter lang und somit 30 mm länger als vorher. Der Radstand ist um 10 mm auf 2,68 Meter gewachsen. Die Höhe ist mit 1,65 Meter unverändert. Typisch für ein SUV sind die Beplankungen an den Radhäusern und den Schwellern. Für eine sportliche Optik sorgt neben einem metallischen Einleger im Schweller auch die leicht eingezogene Fahrzeugmitte. Hinzu kommen eine ansteigende Schulter und eine leicht abfallende Dachlinie. Ein echter Hingucker hier im Auto ist ganz klar das neue optionale Widescreen-Cockpit. Denn das ist zwar aufpreispflichtig, aber es besteht aus zwei 12,3 Zoll großen Displays. Das heißt, ich habe hier links das voll digitale Cockpit und das bietet nicht nur die Möglichkeit, die Inhalte, die ich sehen möchte, sehr nett zu präsentieren und hier in der Mitte über eine Taste am Lenkrad unterschiedliche Inhalte und Detailinformationen anzeigen zu lassen, sondern ich habe auch die Möglichkeit, über die Einstellung des Fahrzeugmenüs hier in der Mittelkonsole beim Thema Layout zu sagen, ich möchte unterschiedliche Themenwelten nutzen. Und das fängt zum Beispiel an mit der Welt, die nennt sich dynamisch. Ich kann aber auch klassische Welten wählen und zwar klassisch A, klassisch B
oder klassisch C. Und darüber hinaus habe ich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte, dass das Ganze anhand des Fahrmodus automatisch verändert wird. Und damit habe ich hier eben ja eine sehr schöne Ansicht, die ich mir wirklich so einstellen kann, wie ich es für mich möchte und bei der ich eben nicht nur das sehe, was ich möchte, sondern auch in der Art präsentiert bekomme, wie ich es mir am liebsten wünsche. Darüber hinaus habe ich natürlich aber auch noch auf der rechten Seite bei dem anderen 12,3 Zoll Display einen Touchscreen, mit dem ich das quasi das ganze Auto steuern kann. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel nicht nur die Möglichkeit, die Navigation zu nutzen, die übrigens mit Echtzeitdaten arbeitet, zum Beispiel beim Thema Tankstelle, Parken, Wetter und Ähnlichem, sondern ich habe hier auch die Möglichkeit, mein Telefon zu verbinden mit Apple CarPlay und Android Auto oder aber per Bluetooth. Ich kann hier eine Sprachnotiz aufnehmen, ich kann den Valid-Modus einschalten, damit eben meine privaten Daten, wenn ich das Auto an jemand anderen übergebe, geschützt bleiben. Ich habe hier eine Möglichkeit, den Ruhemodus zu aktivieren. Ich kann Kia Connect nutzen, die Einstellung vornehmen und aber natürlich auch den gesamten Multimedia-Bereich nutzen. Und damit habe ich insgesamt hinter diesem Widescreen nicht nur eine sehr schöne Ansicht, sondern eben auch sehr viel Funktion und das Ganze Gott sei Dank auch noch so, dass es komplett selbsterklärend ist und damit spare ich mir zumindest meistens den Blick ins Handbuch. LED-Rückleuchten gibt es ab der Ausstattungslinie Spirit. Für die Ausstattung Edition 7 und Vision sind diese nicht erhältlich. Besonders auffällig ist die geschwungene Form aller Elemente am Heck. Dies gilt sowohl für die Verbindung der Heckleuchten wie auch für den in Wagenfarbe gehaltenen Bereich der Kofferraumklappe und Kotflügel oder den angedeuteten Unterfahrschutz. Das Platzangebot hier vorne im Kia Sportage ist auch für große Menschen noch völlig in Ordnung. Ich sitze hier mit meinen 1,95 Meter nicht schlecht. Ich habe leider keinen Platz mehr über dem Kopf, liegt aber sicher auch daran, dass wir hier das große Panorama-Schiebedach im Auto haben. Das klaut für gewöhnlich immer so ein paar Zentimeterchen. Ansonsten habe ich das Gefühl, dass ich um die Schultern rum ein bisschen mehr Platz habe als im Vorgänger und für die Beine reicht es auch. Der Sitz hier im Auto macht einen guten Job, denn der ist bequem und er bietet, wie ich finde, auch ausreichend Seitenhalt und auch die Kopfstütze kann ich schön hoch einstellen. Wie es mit dem Platz hinter mir aussieht, das probieren wir gleich mal bei einem kurzen Zwischenstopp aus. So, und jetzt der versprochene Versuch, hinten einzusteigen. Ich habe meinen Sitz vorne nicht verstellt. Wir schauen mal, wie viel Platz hinten ist. Ich bin 1,95 Meter groß, nicht gerade leicht. Mal gucken, sieht nicht so vielversprechend aus. Aber, also erstmal für die Füße habe ich richtig viel Platz. Mit dem Kopf wird es tatsächlich eng, da habe ich hier wieder den Holm oder diese Strebe von dem Panoramaglasdach. Und dadurch kann ich leider auch die hintere Kopfstütze nicht wirklich nutzen. Bei den Knien, da geht's, da habe ich davor noch so eine Handbreit Luft, also wir sagen so 2 Zentimeter. Wie gesagt, Fußraum ist sehr, sehr gut. Aber ich bin halt auch 2 Meter nicht ganz, also 1,95 Meter groß, relativ lang Oberkörper. Und deswegen sage ich mal, wenn jemand 1,80 ist, sitzt vorne, da hinten sitzt jemand mit 1,80, kann der sicherlich bequem sitzen. Ansonsten, wenn ihr groß seid und müsst hinten hocken, dann guckt einfach, dass ihr dieses Panoramaglasdach nicht bestellt. Das sollte ausreichen, um genau die 1-2 Zentimeter mehr Luft zu beschaffen, die ihr als sehr großer Mensch hinten braucht. Das aber nur mal so als Empfehlung. Ansonsten für so ein kompaktes SUV ist das eigentlich völlig in Ordnung. Schon in der Basis hat der Kia Sportage reichlich Assistenz- und Sicherheitssysteme mit an Bord und dazu gehören unter anderem ein Tempomat, ein Geschwindigkeitsbegrenzer, aber auch eine Rückfahrkamera, ein Frontkollisionswarner mit Fußgängererkennung und viele, viele mehr. Nichtsdestotrotz könnt ihr natürlich noch weitere Systeme dazu konfigurieren und dazu gehört dann unter anderem ein Autobahnassistent, ein Ausstiegsassistent, dann gibt es hier noch einen adaptiven Tempomaten und vieles mehr, womit ihr euren Kia Sportage dann ja nicht nur sicherer, sondern auch nochmals komfortabler machen könnt. Eine Sache, die mir hier im Auto zum Thema Assistenten sehr gut gefällt, das ist der sogenannte Totwinkelmonitor. Denn immer wenn ich hier blinke, dann wird vorne auf der entsprechenden Seite ein Kamerabild eingeblendet, das mir eben genau diesen Bereich des Fahrzeugs zeigt und damit habe ich keinen toten Winkel mehr und damit wird zum Beispiel das Abbiegen deutlich sicherer. Mit aufgestellter Rückbank bietet der Sportage laut Datenblatt bis zu 591 Liter maximales Ladevolumen. Und somit fast 90 Liter mehr als sein Vorgänger. Klappt man die Rücksitze um, wächst das Gepäckabteil laut Kia auf bis zu 1780 Liter an. Das sind fast 300 Liter mehr als bisher. Zum Vergleich. Der VW Tiguan soll 615 bis 1655 Liter und ein Peugeot 3008 520 bis zu 1482 Liter Ladevolumen bieten.
Beim BMW X1 werden 505 bis 1550 Liter Kofferraumvolumen angegeben. Die verwendeten Materialien und auch die Verarbeitung im neuen Sportage wirkt hochwertiger als beim Vorgänger. Und so finde ich hier zum Beispiel Softtouch-Materialien im Bereich der oberen Tür, aber auch hier in der Seite oder bei der Armauflage. Und auch das Armaturenbrett oben oder hier vorne rechts ist ebenfalls Softtouch. Darüber hinaus gibt es relativ viel hochglänzendes Schwarz, zum Beispiel hier in der Mittelkonsole. Das wirkt neu sehr gut. Wie lange das kratzfrei bleibt, weiß keiner. Aber ich habe hier auch metallisch aussehende Oberflächen, zum Beispiel hier eine strukturierte, die sich einmal quer über die ganze Fahrzeugbreite bis in die Türen zieht, aber auch so eine Optik aus gebürstetem Aluminium um die Luftausströmer herum und um so einige Zierteile herum, genauso wie auch hier bei den Türöffnern. Und das gibt insgesamt, vor allen Dingen zusammen mit diesem großen Widescreen-Cockpit, dem Innenraum so, ich sag mal, den Kick und die Wertigkeit, die ich mir von so einem Auto wünsche. Darüber hinaus habe ich ein sehr besonderes Design hier für die Luftausströmer, die rechts und links das Widescreen-Cockpit flankieren und die klammern das damit so ein und es gibt dem Bereich hier vorne ja nochmal so seinen ganz eigenen Look. Das Fahrverhalten des Kia Sportage kann man insgesamt als eher gutmütig bezeichnen, denn die Lenkung, die ist direkt genug, aber nicht nervös und die Bremse zum Beispiel ist gut zu dosieren, aber sie ist auch nicht zu sensibel. Das Gleiche ist bei der Gasannahme, liegt sicherlich auch an den Leistungen, die wir zum Beispiel hier im Auto haben. Die ist nicht verhalten, aber auch nicht zu direkt. Darüber hinaus habe ich ein Fahrwerk an Bord, das sehr wenig Wank- und Neigbewegung zulässt, aber dennoch viel Komfort bietet. Und so habe ich ein Auto, das ja insgesamt einfach sehr solide unterwegs ist. Und ich finde, dieser Eindruck, der passt wirklich gut zu einem Kompakt-SUV. Kia bietet für den Sportage zwei 1,6 Liter Dieselaggregate an. Die liefern beide 136 PS. Der eine jedoch ist ein Mildhybrid, der andere nicht. Darüber hinaus gibt es noch einen 1,6 Liter Benziner in zwei Leistungsstufen, nämlich 150 und 180 PS. Später folgt dann noch ein Plug-in-Hybrid mit 265 PS Systemleistung. Die Fahrzeuge können bestellt werden, entweder als Fronttriebler oder aber mit Allradantrieb. Und natürlich gibt es die Fahrzeuge auch entweder mit manuellem Getriebe oder aber Automatik- bzw. Doppelkupplungsgetriebe. Der Plug-in-Hybrid soll übrigens über 60 Kilometer rein elektrisch fahren. Beim Thema Ablagen gibt es hier im Auto keine großen Überraschungen. Und so finde ich vorne in den Türen auf der Fahrer- und Beifahrerseite normal große Ablagen. Da passt vorne eine 0,5 Liter Flasche rein. Wenn ich in die Mittelkonsole schaue, dann habe ich im vorderen Bereich nicht nur den Anschluss für einen USB-A und USB-C Stecker, sondern auch das optionale induktive Laden. Und dieses Fach kann ich schließen, wenn ich möchte. Gehe ich weiter nach hinten, dann finde ich parallel zu der Schaltkulisse ein großes Fach, in dem zwei Becherhalter integriert sind. Das Fach bietet aber deutlich mehr Platz als nur für eben diese Becher. Und dahinter kommt dann die Mittelarmlehne, die ist nicht verstellbar, aber die kann ich aufmachen und darunter habe ich dann nochmal ein Fach. Darüber hinaus gibt es ein normal großes Handschuhfach und natürlich gibt es auch in den hinteren Türen Ablagen. Die sind allerdings relativ klein, das ist eher auch was, wenn man sagen, als Flaschenhalter. Und dafür habt ihr aber dann nochmal zwei Becherhalter in der runterklappbaren Mittelarmlehne. Auf der Rückseite der Sitze findet ihr zusätzlich nochmal Haken, zum Beispiel für eine Jacke oder eine Tasche. Und darüber gibt es nochmal eine Mischung aus Ablage und Aufhängmöglichkeit. Denn dort könnt ihr entweder eine Jacke oder ein Hemd oder sowas aufhängen. Auf der anderen Seite könnt ihr dort aber sicherlich, da es gummiert ist im Innenbereich, auch zum Beispiel ein Tablet oder ein Smartphone reinklemmen, um dann auf der Rückbank in Ruhe schauen zu können, wenn ihr zum Beispiel auf der Autobahn Gäste im Fond habt. Mit einem Einstiegspreis von 27.790 Euro für einen Sportage mit einem 150 PS starken 1,6 Liter Benzinmotor und manuellem Getriebe liegt der Kia ungefähr auf dem Niveau seiner Wettbewerber. Volkswagen bietet den Tiguan ab 29.855 Euro an. Mit an Bord ist ein 1,5 Liter Benziner mit 130 PS und ein 6-Gang-Handschaltgetriebe. Und ein Peugeot 3008 mit einem 130 PS 1,2 Liter Benziner und 6-Gang-Schaltgetriebe gibt es ab 32.150 Euro. Der BMW X1 S-Drive 18i mit einem 136 PS Benziner sowie manuellem Getriebe kostet ab 33.850 Euro. Die Basisversion unseres Testwagens in der Ausstattung Spirit mit seinem 136 PS Mild-Hybrid Diesel, Allrad- und Doppelkupplungsgetriebe kann man ab 42.940 Euro ordern. Bei der gemütlichen Überlandfahrt ist das Geräuschniveau hier im Auto wirklich sehr angenehm. Den Diesel hört ihr eigentlich fast gar nicht. Windgeräusche, ja, die sind auch wirklich minimal. Und sowas wie Abrollgeräusche oder andere störende Nebengeräusche habt ihr eigentlich gar nicht. Das ändert sich aber, wenn ihr schneller unterwegs seid. Auf der Autobahn kommen deutliche Windgeräusche davor. Klar, wir fahren ein SUV, da passiert sowas. Nichtsdestotrotz für die Klasse immer noch völlig im Rahmen.
Und der Diesel, wenn ihr dem so ein bisschen mehr die Sporen gibt, also wie ich jetzt zum Beispiel mal eben durchtreten, dann nehmt ihr den schon noch wahr, obwohl man dazu sagen muss, der ist vernünftig gedämmt. Insgesamt würde ich aber sagen, für die Fahrzeugkategorie als Kompakt-SUV ist das Geräuschniveau mehr als nur in Ordnung. Das war der ADAC-Fahrbericht zum neuen Kia Sportage. Und ich finde, Kia hat wirklich ein vernünftiges Paket auf die Straße gestellt. Wir haben auf der einen Seite jetzt ein Design, das den Wagen den Anschluss finden lässt zu dem aktuellen Sorento oder zum neuen EV6. Auf der anderen Seite, wenn ich reinschaue, finde ich auch drin eine modernere Welt, unter anderem mit dem neuen Widescreen-Cockpit, aber auch eine sehr gute Basisausstattung und, wie ich finde, im Vergleich zum Vorgänger bessere Materialien, besser verarbeitet. Das Platzangebot ist vollkommen in Ordnung und das Fahren des Autos vermittelt einen sehr soliden Eindruck. Und deswegen ist mein Tipp, wer ein Kompakt-SUV sucht, das nicht zu teuer ist, das aber trotzdem viel mitbringt und bei dem ich auch eine vernünftige Motorenpalette vorfinde, der sollte den Sportage auf jeden Fall mal Probe fahren. Wenn euch das Format gefällt, würde ich mich sehr über ein Like und natürlich auch über ein Abo freuen und vergesst bitte nicht, auch die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch in Zukunft keinen unserer ADAC-Fahrberichte mehr verpasst.